Nichts Persönliches, Vultus. Ich musste zum Erdarion. Hättest bei mir auch gehabt. Und mehr. Verzieh dich. Ikarius ist tot. Idiot! Vom Baum gefallen? Er wurde ermordet. Seltsam. Hatte keine Feinde. Vielleicht außer dir selber. Zauberspiel Vultus, genau. Du mir auch. Hast der Hexe geholfen, was? Verschwinde! Hey, chill mal dein Leben. Ich bin voll der nette Typ. Hey, guck mal, schon Stufenaufstieg. So, 3 Punkte. Auf was denn? Das interessiert mich jetzt hier. Aha, komm hier, direkt machen. Kampfgeist, was bringt hier was? Kann ich irgendwie mehr Mana bekommen oder habe ich das automatisch? Ausdauerregeneration. Lebenskraft, Nahkampf. Ausdauer, Lebensenergie. Fernkampf, Mana. Das ist doch mal was Interessantes. Was ist das denn? Heimlichkeit. Aktuelles Level, Fernkampfkraft, Lebensenergie. Nee, hier schon. Hier muss ich mehr draufsetzen. Was bringt mir das hier? Ruhigeres Ziehen, während der Bogen gespannt wird. Nee, ich will aber einfach nur Mana. Mir geht es hier einfach nur ums Mana. Zumindest hier kriege ich noch 5% Mana dazu. Das ist mir schon relativ wichtig. Mana ist grundsätzlich wichtig. Aber jetzt interessierte mich gerade, was ich wohl als nächstes jetzt tun werde. Spinnennetz. Das Spinnennetz. Erstmal Hauptmission. Was muss ich denn jetzt hier machen? Der Baum des Wissens. Achso, das ist der Hauptquest. Das verlorene Bein, das kann ich eh schon knicken. Nee, kann ich aber auch nicht rausschmeißen. Damen mit den vielen Freunden. Du hast gerade erfahren, dass es Lester war, der Ikarius auf seiner Forschungsreise zum Silbersäge begleitet hat. Da Ikarius ermordet wurde, könnte auch Lesters Leben bedroht sein. Du musst ihn warnen. Lesters Hütte steht im Südosten von Toshu. Auftrag markieren. Okay, jetzt habe ich hier einen Punkt und der sollte mich dann auch zu Lester hoffentlich führen. Und wenn nicht, dann sollte er mich wenigstens zu den Spinnennetzen führen. Reicht mir aber auch schon. Hauptsache, ich habe hier irgendwas zu tun. Wohin führst du uns jetzt? Ist das der Südwesten von Toshu? Ich hatte gerade Angst, dass da Brutfliegen sind oder Moorwespen. Aber ich könnte mich jetzt eigentlich in jeder einzelnen Folge darüber aufregen, dass es immer noch diese Moorwespen und sonst was gibt. Und dass man nicht gerade sehr kreativ war, aber es ist jetzt aber auch völlig sinnlos, wenn ich das in jeder einzelnen Folge mache, also tue ich es nicht. Ach komm, du Lorca. Ach, jetzt ehrlich. Hey, ihr wollt mir helfen, ich habe ein paar Typen hinter mir. Da muss ich alles alleine machen. Ey, krass! Mein Feuer sieht jetzt anders aus. Also das Icon darf... Wow, wie kommt ihr hier rein? Alter, habt ihr das gesehen? Ich habe den allein mit dem Feuer besiegt. Und allein das Feuer-Icon sieht jetzt übertrieben killer aus. Was, wo ist der hin? Lol, Buggy. Was soll's. So. Er ist weg. Lester ist weg. Ups. So, weg mit den Waffen. Bürger. Shakespeare. Bürger. Fiole, Elixier. Ah, Feuer. Ich glaube, ach, da hinten, ich sehe jetzt den Kreis mit dem Punkt drin. Habe ich einfach nicht so ganz erkannt, weil der rote Kreis mit dem Punkt drin genau auf der Hütte ist. Wahrscheinlich könnt ihr nicht mehr den roten Kreis erkennen. Es ist halt immer so ein roter Kreis mit dem Punkt markiert auf der Map, wo ich halt hin muss. Und ja, der ist jetzt hier. Und der Hauptquest geht weiter. Ich suche Lester. Wo ist er? Gute Frage. Wir wollten uns hier treffen und über alte Zeiten plaudern. Ich mache mir Sorgen. Er ist spät dran. Viel zu spät. Sieht es irgendwie nach einem Kampf aus? Hier sieht es irgendwie nach einem Kampf aus. Ja. Lester war nie besonders ordentlich, aber das hier sieht tatsächlich nach einem Kampf aus. Er könnte entführt worden sein. Oder ermordet. Ermordet? Ja, wie Ikarius. Ikarius ist tot? So tot, wie man mit einem Messer in der Brust sein kann.
Warum sollte jemand Ikarius ermorden? Und Lester? Ich glaube, wegen dem alten Tempel, nachdem die beiden im Archiv der Silbersee... geforscht haben. Warum sollte jemand Ikarius und Lester wegen eines alten Tempels ermorden? Das ergibt doch keinen Sinn. Lord Hagen hat seine Spione auf die Suche nach dem Tempel geschickt, weil es dort einen göttlichen Amboss geben soll. Hagen? Dann ist es ernst. Wir sollten keine Zeit verschwenden und uns nach Lester umsehen. Jaha. Wenn Lester noch lebt, hat er vielleicht eine Spur. Wenn Lester noch lebt, hat er vielleicht eine Spur gelegt. Kleidung, Knöpfe, Brotkrumen. Sumpfkraut. Lester hat immer Sumpfkraut dabei. Ich werde deine Hilfe brauchen. Ich höre. Ich werde einen Zauber wirken. Wenn Lester auf die Idee gekommen ist, eine Spur aus Sumpfkraut für mich zu legen, wird mein Zauber seine Spur offenbaren. Du kannst ihr dann folgen und Lester befreien. Ich? Kommst du nicht mit? Nein, das geht leider nicht. Ich muss in der Nähe der Sumpfkrautfelder bleiben und mich auf ihre Essenz konzentrieren. Sonst schlägt der Zauber fehl. Gut, dann gehe ich alleine. Lesters Schicksal liegt in deinen Händen. Ich find's cooler, mit so einem Feuerbaron da lang zu laufen. Und der sieht auch richtig geil aus. Und so, wenn ich jetzt die Auflösung hergestellt habe, mag ich ihn sogar noch mehr. Rezepte. Wo war noch was? Hier war noch irgendwas, was ich nicht sehen kann. Und hier ist noch ein Elixier der Macht. Ah, hier ist auch noch was. Heldenmut. Aha. Hier führt uns also der Weg entlang. Ein Ausrufezeichen. Leuchtendes Sumpfkraut. Cool, leuchtendes Sumpfkraut. Kann ich nicht weiter verkaufen? Euer Ernst, scheiß Snapper. Verpisst euch, ihr Snapper. So, so, so. Komm schon. Und das war's mit euch Snappern. So, alles aufheben. Ihr habt eh nichts Besonderes dabei. Und auf geht's. Ah, da hinten habe ich eine Höhle gesehen. Aber die werden wir wahrscheinlich eh später noch erkunden können. In irgendeiner Mission. Aber ich freue mich jetzt schon, denn es geht jetzt weiter. Wir sind weiter weg von Tushu. Und der Hauptquest geht weiter. Das Ausrufezeichen. Ausrufezeichen. Lester's Kraut. Leuchtendes Sumpfkraut. Freut mich irgendwie. Ich hätte es gedacht, dass ich noch länger herumlaufe und irre und nichts finde. So, jetzt wollte man mich wohl trollen. Wo lang gehe ich jetzt? Hier lang? Oder, ach, ich muss hier lang gehen. Weil der Rest versperrt ist, das heißt... Und führt mich einen riesen Umweg entlang, habe ich das Gefühl. Also ich meine, links sehen wir ja oben auf der Map auch noch diese Kreise. Und die kennt man jetzt besser als diese roten Kreise. Aber naja, mal sehen, wo wir wirklich jetzt letztendlich enden. So. Ich kann gar nicht rennen, stimmt. Doch, ich kann rennen. Mit 9. Stimmt. Das ging ja. Das war ja eine Rune, eine besondere, die ich immer wieder verwenden kann. Ich hatte eh vor, mich mal mehr auf Runen zu konzentrieren. Aha, unten am Meer sind wir jetzt irgendwo. Und was wette ich, dass Lester in diese Höhle da vorne verschleppt wurde? Das Rennen schon aufgebraucht. Naja. Es geht in eine Höhle. Sumpfkraut. Leuchtendes Sumpfkraut wurde entfernt. Ehrlich. Warum habe ich es dann überhaupt noch aufgesammelt? Fies, fies, fies. Also von... Orks. Okay. Was seid ihr direkt so aggressiv? Anstatt mal mit mir zu reden. Ich will doch nur hier mit euch reden. Aber direkt wollte mich angreifen. Diplomatie, noch nie was von gehört. Demokratie, schon längst vergessen. So.
da hinten eine Höhle voller Snapper. Also, Snapper 1. Da hinten war noch ein Snapper. Und zack, zack, zack. Alter, ist das krass. Einfach eine riesige Snapper-Farm, so kann man es nennen. Krass irgendwie so. Der riesige Snapper-Leichenhaufen mit noch einigen zappelnden Tierchen. Irgendwie krass. Also, eine Weggabelung. Hier kommen wir später runter. Das sieht man schon. Oder kann ich hier auch hochspringen? Wieso kann ich hier nicht hochspringen? Aber was ich bestimmt machen kann... Hahaha. Okay, da läuft jetzt einmal den riesigen Weg außenrum zu mir. Viel Spaß dabei. Naja, ne? So. Okay, hallo. Hallo, wir können auch Deutsch reden, danke. Hallo? So. Schon wieder eine Weggabelung. Ich versuche mich jetzt rechts zu halten. Normal bevorzuge ich den linken Weg, aber den rechten Weg nehme ich jetzt auch einfach mal. Hier habe ich nichts mehr, da hinten ist eh Schluss. Den rechten Weg, weil man da ja eben wieder runterspringen konnte. Und das ist, finde ich, wenn man die Höhle hier erkunden möchte, ein bisschen leichter. Weil erst der kleinere Weg und danach der größere. Ne, wir wissen schon. Dass der Typ mir noch nicht entgegenkam, sehr verwunderlich. Verwunderlich. Bist du es? Oh, du bist schon verbrannt, das geht aber sehr schnell. Tut mir leid, dass ich so ein mächtiger Zauberer bin. So. Ah, ich habe keinen Mana mehr. Nicht mehr genug. Also sterb eben mit meiner Waffe. Was? Ich dachte, ich würde noch rechtzeitig ausweichen können. So. Die Truhe habe ich jetzt geöffnet. Was haben wir da drin? Sumpfschocken. Elixier und Pfeile. Okay. Pfeile benutze ich ja eh nicht so viele. Liegt einfach daran, dass ich Magie habe und die Magie toppt die Pfeile um Längen. Mensch, Mensch. Mensch, Mensch. Mensch. Oh, ja. Sobald ich tot habe, muss ich mich um meine Toilette verpassen. Oh, muss ich unbedingt tun. So. 22. Nee, gar nicht. 6 ist die Taste. Ein Klopapier reicht erstmal. So, hier konnte ich runterhüpfen. Hier ist aber noch eine Truhe. Ey, da war gerade ein Ring drin. Den gucke ich mir mal direkt an. Genauso wie ich mal auch kurz in der Zwischenzeit auf die Zeit gucke. Ah, okay. Die Hälfte ist schon um von der Aufnahmezeit, die ich mir heute vorgenommen habe. Muss ich jetzt auch ein bisschen mehr Zeit schindern. Okay, der Ring scheint so ein selber Ring zu sein, wie ich den vorher hatte. Sonst wäre der anders angezeigt geworden wären sein. Wisst schon. So, aber langsam, so pünktlich zur Halbzeit, habe ich das Gefühl, es fängt bei mir an zu laggen. Ja, was heißt, ich habe das Gefühl, es fängt an zu laggen. Ja, dann gucke ich jetzt mal. Dann denke ich, mache ich jetzt mal Ende im Gelände und nimm nicht direkt die ganze halbe Stunde auf, sondern guck jetzt erstmal nach dem Sound. Dann beende ich jetzt hier mit der Aufnahme und es kommen jetzt noch 2 Folgen raus. Dann ist August und dann kommen mehr Folgen pro Tag raus und das ist auch schon etwas, worauf ich mich freue, weil das schon wieder ein großer Schritt ist. Wir hatten ja erst im Mai einen Schritt, einen größeren, wo ich angefangen habe, in HD hochzuladen. Und jetzt nur ein paar Monate weiter schon direkt mehrere Videos und das ist echt
für mich ehrlich gesagt was Besonderes. Krass, was ist das hier? Diese Hurune mehrt die Kraft des Anwenders, doch er schert sich nicht mehr um seine Verteidigung. Ach so, dadurch werde ich so eine Art Berserker. Ob ich das nicht, ja, dann rüste ich das mal direkt damit aus. Ich ersetze das mal mit der Null. Und dann werde ich das auch gleich mal als nächstes in der nächsten Aufnahme testen. Aber erstmal gucken, warum es leckt, ein paar Videos kompetieren und dann wird alles wieder flüssig laufen. Und deshalb danke ich mich jetzt beim Zuschauen und sage bis zur nächsten Folge. Und